So, schönen guten Tag. Dies ist wieder Gamegenuss, euer Stick am Magnetaufzeichnungsgerät. Grit Teil 21, meine ich? Ja. So, und wir halten uns nicht lange auf. Wir schnappen uns gleich unseren Lassetti und fahren hier gleich die Tourenwagen. Ich glaube, ich habe die Sponsoren jetzt richtig draufgeklebt, gab es letztes Mal. Ja, ich meine ja. Ist ja schon etwas her. Und dann... genau, heizen wir da jetzt die Strecken ab. So, mal gucken, ob ich das noch kann. Zwei Runden hier. So. Hey, super. Muss ich mir mal gerade selber auf die virtuelle Schulter klopfen. Bei Platz 4 wird es nicht bleiben. So. Und jetzt kommt hier die Linkskurve. Bremsen, bremsen, bremsen. Lenken, lenken, lenken. Und Gas geben. Jetzt kommt hier die Links und Links. Genau. Rechtskurve. Bremsen am Teamkollegen vorbei. Oder auch nicht. Jetzt aber. Rams. Ach, verdammt. Na gut, kriegen wir nächste Runde. Dein Teamkollege hält den Rücken frei. Und spätestens jetzt benutzen wir die erste Rückblende. Das ist echt Wahnsinn. Ach, Mann. Ja, 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 ja. So, jetzt machen wir es mal richtig. Das war ein bisschen weit raus. Genau. Das war dein Fehler, Kollege. Und das war ein zweiter Fehler hinter uns. Aber das juckt uns nicht. Bremsen, bremsen, lenken, lenken. Genau. Ui. Okay, das war jetzt ein bisschen suboptimal, nenne ich es jetzt mal. Aber wir sind noch vorne. Das passt schon. Volle Breitseite der Kurve mitnehmen. So, und dann hier bremsen, nicht an die Ecke, genau. Abstand passt. Das sollte locker funktionieren. Jetzt hier noch durch die Schikane durch, nicht die Reifenstapel mitnehmen. Und gewonnen. Replay gucken wir uns nicht an, wie üblich. Erstes Rennen, erster Sieg, 20 Punkte, läuft. Da haben wir es nochmal aufgeschlüsselt, erster Sieg, 20 Punkte. Jo. Geldmäßig, Entschuldigung, sieht auch ganz gut aus.
Könnte ein bisschen mehr sein. So, Washington Turnwagen. Zwei Runden. Bäh. Devise für diese Strecke: Überleben. Und möglichst wenig Punkte verlieren. Kann sein. Kann sein. Wow. Das ist schön für dich. Hilft uns aber nicht wirklich weiter. Und so wird man Dritter. So wird man, glaube ich, Vierter. Nee, passt. Okay. Jetzt noch eine Runde auf der Strecke und dann haben wir eigentlich schon das Schwierigste geschafft, weil die Strecke wirklich für mich, wie ich es öfter schon sage, Gift ist. Es ist einfach Gift. Ich mag diese Strecke absolut nicht. Einfach wegen diesen Parkabschnitten. Warum, kann ich immer noch nicht begründen. Es liegt einfach nur daran, dass ich für diese Abschnitte wenig Gefühl entwickle, aber momentan scheint es ganz gut zu laufen. Das sind die Nummern, die ich meine hier. So absolut kein Gefühl für die Strecke. Boah, bin selber von mir beeindruckt gerade. Das war mal richtig gut gerade hier. Die Wiederholung könnte man sich angucken, tun wir aber trotzdem nicht. Aber das Manöver, das war mal erste Sahne. Sieg, sehr gut. Zweiter Sieg. Punkte. Jö. Und Geld. Jö. Und nochmal Geld. Jö. Nürburgring. Jö. Zwei Runden. Jö. Habe ich eigentlich schon gesagt. Yay! Yeah. Wow! Okay. Das ist unsere Lieblingskurve. Erste Kurve Nürburgring. Rechte Seite Bremse. Wand. So, das war der Arschloch-Moment des Tages. Wir werden jetzt natürlich bei einem Sponsor kein Geld kriegen, weil wir unser Fahrzeug halt ein bisschen angedotzt haben.
wie wir da unten rechts sehen. Das Lenkung ist ein bisschen beschädigt, das linke Vorderrad ist ein bisschen eingedellt, aber... Wie sagt man so schön, wichtig ist unterm Strich, genau, so war das, wichtig ist unterm Strich. Und unterm Strich sieht das so aus, als wenn wir bei diesem Rennen wieder lockere 20 Punkte einfahren und unsere Führung auf das Team BMW Deutschland um weitere 8 Punkte. Wobei, nee, das sind ja mehr sogar, wenn der... Gut, anders, um mindestens 8 Punkte erweitern. So. Hinter uns fährt übrigens unser, oder zumindest mein eigentlicher Lieblingsteamkollege, der Herr Lee Niven. Der ist bei mir in der Einzelspielerkarriere die Wahl... Zumindest für mich, weil der wirklich ein sehr, sehr fairer Teamkollege ist. Anders als der Tom Rockford, mit dem ich wirklich im Einzelspieler sehr schlechte Erfahrungen habe. Aber für das Spiel hier taugt er einigermaßen. Platz 4. Also ich hab ihn besser in Erinnerung. Da ist Lee Niven wirklich konstanter in seinen Ergebnissen. Interessanterweise, weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, wenn ich Lee Niven habe als Teamkollegen und hinter ihm fahre, dann weicht der auch mal aus. Das heißt, er zieht auch mal nach links und rechts rüber und macht mir Platz, wenn ich drankomme. So der Mark Webber-Effekt. Das habe ich bei Rockford eher nicht. Da hatte ich eher die Begegnung der dritten Art. Der zog dann öfter mal auf der langen Geraden, hier zum Beispiel, einfach mal mitten in mein Auto rein und hat mich weggedreht. Hat sich dann diebisch gefreut, dass er Kraft seiner KI-Wassersuppe dann Erster werden konnte. Fand ich ein bisschen asozial, weil ich Letzter wurde, aber naja. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Und das war's schon auf dem Nürburgring. Genial, genial. Gucken, wo der Herr Rockford... Oh, der hat noch den dritten geholt. Team BMW sehen wir gar nicht. Dirk Müller da unten, 12. Platz. Eigentlich hätte er auch stehen bleiben können. So, da sieht das locker aus. Wir führen in der Teamwertung. Und wir führen in der Fahrerwertung. Läuft ja wunderbar, wie es Brezelbacken. Istanbul, 2 Runden wahrscheinlich. Ja. Eigentlich könntet wir auch mal jetzt einen Gang runterschalten. Weil wir haben eigentlich eine lockere Führung in der Fahrermeisterschaft, dass wir uns mal hier weniger anstrengen können. Aber wer macht schon sowas? Wir fahren ja um zu gewinnen und nicht um Zweiter zu werden. Das war auch knapp, Kamerad, hier gerade. So. Und bremsen, Kurve. Es ist, hui. Da vorne ist er. Aber nicht mehr lange. Erster Angriff von Dirk Müller abgewehrt. Hat er gut gemacht, Tom. BMW ist ein bisschen schneller als wir. Aber das juckt uns gar nicht, weil wir trotzdem Hahaha
War der gut oder war der gut? Genau, du Trottel, mach mir den Vettel, es ist doch... Ja, hallo. Alles klar, bin auf P2. Weiter so, und du führst das Feld an. Na? Bisschen über den Rasenrand über die Kante geräubert. Wow, das war jetzt ein bisschen zu weit. Oh, da kommt ein BMW angeflitzt. Hat jetzt unseren Teamkameraden gefrühstückt. Ausbremsen den Kameraden hier. So, letzten Kurven. Hoppa, links und rechts. Bremse angetippt, links rumgedriftet. Start und Ziel und gewonnen. So, viertes Rennen. Und volle Sponsoren. Okay. Mailand müsste in der Reihe, glaube ich, das letzte sein. Schauen wir mal, was wir da so reißen. Okay, es geht ja da vorne wieder bunt los. So, fünfter. Die Strecke mag ich zum Beispiel. Okay, du bist zurzeit auf Position 5. So. Und links rum. Und bremsen. Und links. Und scheiße. Oh. Oh, aber danke, dass du mich gebremst hast. Aber wir brauchen ja mit der Führung da keinen großartigen Sieg einzufahren. Schikane. Ah. Au! Okay. Nehmen wir im letzten Rennen nochmal die letzte Rennen. Wo bin ich? Nee, da nicht. Nehmen wir das.
So. So wollte ich das eigentlich machen. So, jetzt elegant innen vorbei und an die Wand. Und das war jetzt so aus der Abteilung Fail. How not to overtake. Na, Kamerad, nicht mit uns, nicht mit Willi. Huch. Not Witze, Commander. So. 14 Punkte. Wie viel haben wir denn jetzt? 100 und... Nein, nicht, aber 94 Punkte. Zweiter Platz 72, 166 Teamwertung. Das heißt, wir haben die Teammeisterschaft und die Fahrermeisterschaft gewonnen. Sponsor zahlt für dieses Rennen nichts, bis auf die 22,5, die... okay. Tolle Arbeit. Yay. Also hat sich doch mal gelohnt. 12,5 Millionen. Das hat doch mal ordentlich geknallt. Die 24... Genau, die 24 Stunden von Le Mans. Ja. Sponsoren. Übliche. Zack, 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 zack. Lass mal alles wegpacken hier. So, unser neuer Hauptsponsor wird Bridgestone. Zack. Der wird... wo davon? Was? Wer war denn der dritte? Okay. Vodafone. Bose. Dann hier Yokohama. Virgin. Okay. Tag Heuer oder TRG Heuer. Piper Cross. Weiß ich immer noch nicht, was das ist. Und Stilo. Dritte Position ohne Schäden. Oh, das kriegen wir hin. So. Haben wir doch. Wettkämpfe. Die 24 Stunden von... Teamteilnahme. Wir haben ja genug Geld. 22 Millionen, um genau zu sein. So ein Audi R10 TDI kostet 15, wenn er neu ist. Oder mit 2 Siegen und 0 Schäden 14,8. Ja, das ist jetzt die gute Frage. Ich denke mal, wir werden uns... Da kaufen wir uns einen neuen. Überlegen wir mal. Also, der ist komplett neu. 0 Kilometer, keine Teilnahmen, keine Siege. So, der hier hat 15 Mal an Wettkämpfen teilgenommen und 2 Mal gewonnen. Und wir zahlen 200.000 weniger. Fast. Da können wir auch einen neuen nehmen. Finde ich. Was wir dann am nächsten Teil auch tun werden. Wir kaufen uns ein neues Auto. Ja, das tun wir uns dann im nächsten Teil an. Bis dahin. Tschüss.